Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute aus der Kategorie Großtraktoren schauen wir uns mal den John Deere 7R Series Generation 1 an. Ja, man kann den Trecker verschiedenen Konfigurationen unterziehen. Man kann den zum Beispiel ein anderes Getriebe geben mit anderen PS natürlich. Das geht hoch bis 352 PS. Dann gibt es natürlich verschiedene Reifenhersteller von Michelin über Continental, Mitas, BKT, Fredestein. Was man möchte halt, ne? Straßenbereifung. Dann gibt es natürlich verschiedene Reifenvarianten. Schmalspur fürs Feld. Dann gibt es Breite. Eine Massivfelge mit Gewichten. Mit breiten Gewichten, breite Reifen. Dann kann man sich noch einen John Deere Banner aussuchen, zum Beispiel der ist dann hier hinten. Finde ich eigentlich auch ganz witzig. Und die John Deere Aufkleber, die Firmenaufkleber in Gelb oder Silber. Ich nehme jetzt mal Silber. Vorgewendemanagement nehmen wir auch mal. GPS nehmen wir auch mal. Hauptfarbe. Kann man verschiedene Farben von Grün, Schwarz, Orange, Silber, Gelb, Gold. Oh, Gold, ja, ist Geschmackssache, ne? Kann man machen, wie man will. Ich bleibe bei John Deere Grün. Nur bei den Felgen, da kann man Silber, Gelb oder Schwarz. Ich nehme mal Schwarz. Und dann kann man natürlich noch das Kennzeichen machen. Dann nehme ich auch nochmal mein Kennzeichen. Und dann schauen wir uns den Trecker mal an, wie er aussieht, wenn er fertig ist. Der kostet jetzt 305.900 €. Okay, wollen wir kaufen. Und da ist auch schon das gute Stück. Sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Hat auch eine vernünftige Beleuchtung einmal rundherum. Cockpit sieht so aus. Arbeitet halt nicht mit Simple IC oder Dashboard Live, aber ich muss sagen, trotzdem ein echt gelungener Trecker. Da. Gibt's nichts zu meckern. Schauen wir mal, ob die Blinker auch funktionieren. Ja, funktioniert natürlich. Warnblinker geht auch. Upsala. Ja, ein Unfall kann er auch ab. Dann fahren wir hier mal einen Forstweg. Da zieht er natürlich auch ohne Probleme hoch. Pressluftzaun beim Bremsen gibt es auch. Finde ich auch immer sehr cool.
Ja, das ist er, der John Deere 7310R aus dem offiziellen Modhub. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen und abonniert doch meinen Kanal für weitere Videos. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.